Liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es gibt ein neues YouTube-Video auf diesem Kanal und ich möchte euch mal zeigen, was wir eigentlich in diesem Fahrzeug hier alles gebaut haben, denn darüber gab es kein Video. Den letzten Ausbauschritt, den habe ich euch gar nicht gezeigt, denn wir haben richtig Gas gegeben damals bei dem Auto und da ist das Film ein bisschen hinten runtergefallen. Aber der Ausbau, der ist total schön geworden und ich befinde mich ja jetzt hier in Bulgarien im Moment. Das Auto hat die letzten 1000 Kilometer relativ gut durchgehalten. Die Folgen davor, die waren ja eine kleine Pannenserie gewesen, aber jetzt soll es, glaube ich, ein bisschen besser werden in Zukunft, denn das Auto ist jetzt eingefahren, würde ich mal sagen. Wir müssen natürlich noch einiges machen an dem Auto, aber in dieser Folge soll es jetzt erstmal darum gehen, euch das alles mal ein bisschen vorzustellen, weil ihr habt das noch gar nicht gesehen. Dieser UAZ Buchanka ist von 1988, also noch ein echtes Sowjetprodukt. Das Ding ist aber einmal komplett überholt worden hier in Bulgarien und ich habe jetzt tatsächlich erst gelernt vor einigen Tagen, da ist gar kein originaler UAZ-Motor drin. Ganz komisch, ich zeige euch das Ding mal. So sieht das Ganze hier vorne aus. Frische Sitze. Oh, die haben sich aber schon ein bisschen verzogen hier vom Fahren. Hier haben wir so eine Haube geholt und darunter ist das gute Stück. Die Katastrophenschüssel von Motor bei diesem Auto. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Also ich zeige euch mal ganz kurz hier mit dem Lenkrad. Man sitzt hier wie in so einem alten LKW aus den 60ern, finde ich. Das ist hier total hoch. Man hat hier vorne alle wichtigen Anzeigen in diesem Fahrzeug. Tank funktioniert gut. Dann haben wir hier, wie warm das Auto wird. Das ist einfach mal ein Problem gewesen. Und Öldruck, auch mal ganz wichtig zu gucken. Und hier sieht man, wie viel die Lichtmaschine momentan lädt. Wir haben hier zusätzlich nochmal ein USB eingebaut, weil das Auto sowas gar nicht hatte. Und hier nochmal so eine Anzeige, ob die Lichtmaschine auch wirklich lädt. Denn falls mal der Keilriemen abrutscht, was ja durchaus mal passieren kann, dann kann ich das auf der Anzeige sehen, dass die Lichtmaschine nicht mehr lädt. Und das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Jetzt machen wir mal hier unsere Klappe auf. Wir haben hier einen Volga-Motor mit 105 PS tatsächlich, 103 bis 105 ungefähr. Das wurde mir letztens erst gesagt, denn wir hatten hier ja auch Probleme ein bisschen mit der Benzinpumpe und das hat alles immer nicht so ganz gepasst, aber jetzt erklärt sich das auch so ein bisschen und ich habe mich tatsächlich auch schon gewundert, warum der so gut den Berg hochkommt und so gut von der Ampel wegkommt, denn hier ist tatsächlich ein bisschen mehr Leistung drin. Und ich habe in den letzten Videos ja gesagt, dass wir da irgendwie bei 23 Liter gewesen wären mit dem Verbrauch. Das muss ich nochmal ein bisschen korrigieren. Da wir ja den falschen Tank angezapft hatten in dem Moment und der andere Tank voll war, waren es gar nicht 23 Liter Verbrauch. Also der war gar nicht leer, der Tank, sondern ich habe den kleinen Tank leer gesaugt. Das heißt, wir waren so bei 14 Liter ungefähr Verbrauch. Ich bin natürlich hier über die Landstraße von Ungarn, Rumänien, Bulgarien relativ langsam gefahren, so 65 bis 70, also sind sie richtig über die Landstraße gekrochen. Und da sind wir tatsächlich jetzt roundabout bei 14 bis 15 Liter gelandet. Ist natürlich immer noch extrem viel Sprit. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das halt hier wirklich ein sehr altes Fahrzeug ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für die UAZ Buchankas auch Dieselmotoren, die man nachrüsten kann. Das ist so ein polnischer Motor, den man da reinbauen kann. Und wir waren hier gerade bei so einer Werkstatt, wo die tatsächlich auch einbauen. Macht jetzt wenig Sinn, das Ding jetzt hier irgendwie umzurüsten. Aber ist auf jeden Fall möglich, da auch einen Dieselmotor reinzuschmeißen. Und dann hat man damit wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Sorgen mit diesem Fahrzeug. Hier drüben auf der Beifahrerseite, da ich alleine fahre, gibt es hier halt einfach jede Menge Ersatzteile, die hier einfach liegen. Und Öl und alles, was man so braucht. Unterwegs muss man an diesem Auto immer was machen. Es erinnert mich ja ein bisschen daran, als mein Opa mir erzählt hat, dass er früher in den 70er, 80er Jahren mit seinem Lada oder Wartburg, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, nach Bulgarien gefahren ist und da auch immer ein halbes Auto als Ersatzteile mitgenommen hat. Ich habe das Gefühl, dass wir genau diese Reiseerfahrung hier in dem Zusammenhang auch gemacht haben. Es ist halt ein kleines Abenteuer und früher hat man das auch so gemacht und wir können das heute auch so machen. Und deswegen bin ich mit diesem Auto losgefahren, in diesem Zustand, wie es ist. Also es ist ja auch alles weitestgehend überholt, aber es ist nicht frei von Problemen. Das war mir auch schon im Vorfeld klar. Und wir sind angekommen in Bulgarien, also wir haben es auf jeden Fall schon mal bis hierhin geschafft und das ist ja das Wichtige dabei, ne? Der Weg ist das Ziel, aber ankommen ist auch ganz gut. Das Einzige, was hier vorne jetzt irgendwie noch fehlt, ist hier oben halt mal eine Verkleidung. Die haben wir zeitlich nicht mehr geschafft zu verbauen. Ich habe das hier einfach mit Armaflex gedämmt alles. Das macht die ganze Sache ein bisschen ruhiger hier beim Fahren. Ist ja sowieso saulaut, das ganze Ding. Und deswegen war es ganz gut, dass wir da oben ein bisschen Armaflex reingemacht haben. So konnte man zumindest die Hitze von oben ein bisschen vermindern, denn in Rumänien, bulgarische Grenze, waren es, glaube ich, echt draußen 35 Grad im Auto, 45 vielleicht oder so im Stand. Also das war schon wirklich extremst heiß, kann ich darauf verzichten, aber
So ist man halt früher mit so einen Dingern unterwegs gewesen, ne? Und das wollte ich jetzt für mich persönlich auch nochmal erfahren. Hier haben wir die Tür nochmal schön mit Filz von Adventure Trucks versiegelt und schöner gemacht. Das sieht jetzt richtig toll aus. Hier unten ist wieder so eine kleine Box. Das ist eigentlich das Schuhfach, aber ich habe nur diese paar Schuhe gerade dabei und deswegen ist hier gerade die Waschschüssel mit drin. Ich habe hier für den Handgriff, den man, das ist das Einzige, wie man die Tür auf und zu macht, nochmal so ein bisschen Holz dahinter gebaut. Wenn man da wieder mit öligen Fingern irgendwas anfasst, dass man das nicht alles auf den Filz kommen lässt. Und deswegen fand ich das hier ein ganz schönes Gimmick und hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen bewährt. So, jetzt wollte ich gerade mit dem Inneren anfangen, mit dem Fahrzeug, wie wir es gebaut haben. Da wird es ja gerade laut im Hintergrund, weil Philipp mit seinem Bus wiederkommt, der war mal ein bisschen Wasser auffüllen. Wir haben uns hier die letzten Tage mal so hingestellt, ein bisschen entspannt von unserer Reise. Wir sind ja ziemlich lange und weit und anstrengend unterwegs gewesen. Da haben wir mal ein Wochenende gebraucht und mussten uns ein bisschen entspannen. So, und jetzt zeige ich euch mal den Ausbau. Kennst du die Situation, du stehst am Flughafen, hast kein Internet in deinem Reiseland, musst dich an eine Schlange anstellen, um dort erstmal eine SIM-Karte zu bekommen, damit du dein Auto, Taxi, Uber, was auch immer buchen kannst. Wir sind jetzt mit unserem Urs-Buchhanker schon seit 14 Tagen unterwegs und so langsam geht mir das Datenvolumen aus. Dafür gibt es eine Lösung und ich möchte euch in dem Zusammenhang den Partner dieses Videos vorstellen. Ich habe bei meinem deutschen Anbieter 20 GB im Ausland, was ich benutzen kann, und wenn die mal alle sind und der Monat ist noch nicht vorbei, ja, dann habe ich eine kleine Bredouille. Aber dafür gibt es sogenannte eSIMs und ich möchte euch den Partner Holarfly in diesem Zusammenhang vorstellen, denn seit vielen Jahren benutze ich Holarfly unterwegs und kaufe mir eSIMs für diverse Länder. Holarfly hat sie, glaube ich, für fast alle Länder dieser Welt und man kann unbegrenztes Datenvolumen nutzen, muss sich dementsprechend keine Gedanken mehr um seinen Datenverbrauch unterwegs machen und das entspannt eine Reise ungemein. Du gehst einfach auf deinem Handy in die Holarfly App und buchst dort, was du brauchst. Du kannst einen Tag, fünf Tage, 90 Tage nehmen und dort dein Datenvolumen unbegrenzt nutzen. Ich kann euch im Allgemeinen die Nutzung von einer eSIM-Karte fürs Ausland einfach absolut ans Herz legen. Ich mache das nur noch so, ich renne nicht mehr nach irgendwelchen Grenzübertritten in Shops und besorge mir da eine physische SIM-Karte. So eine digitale SIM-Karte, die quasi keine Karte benötigt, ist der einfachste Weg, wie ihr auf Reisen entspannt, gerade bei Holarfly, Unlimited Internet habt. Wenn man hier bei Holarfly mal in meine aktuellen und abgelaufenen eSIMs schaut, dann sieht man, dass ich das schon ziemlich häufig benutzt habe, hauptsächlich für die Türkei. Mit dem Code PASSPORT5 kannst du für deine nächste Bestellung bei Holarfly 5% sparen. Du klickst einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link und dort wirst du dann schon automatisch weitergeleitet. Also das hier, das ist meine Couch zum Flezen. Da kann man als Einzelperson auch einfach drauf schlafen, wenn man das möchte. Aber das Auto ist ja für zwei Leute gemacht. Und deswegen kann man das hier unten alles schön ausziehen. Das werde ich euch gleich nachher nochmal zeigen. Also wir haben hier in diesem Fahrzeug, glaube ich, schon viel gelernt in den vorherigen Fahrzeugen, wie wir sie gebaut haben. Und diesmal das so zu konstruieren, dass das alles irgendwie Sinn macht, dass man überall rankommt, dass man alles griffbereit hat und nicht immer das Bett umbauen muss. Also klar, um hier in die Küche zu kommen, muss man hier natürlich einmal das Bett umbauen. Und in der Küche befinden sich momentan hier solche Boxen, also eine kleine Box einfach mit einem Spanngurt. Und hier dann der große Kocher, den habe ich auch einfach nur mit zwei Spanngurten festgemacht. Und das hält jetzt auch hier echt richtig gut, wenn man daran wackelt. Dann passiert da halt gar nichts, ne? Also wer hier im Hintergrund was klicken hört im Moment, der hört hier gerade das Solar im Hintergrund klicken, weil es gerade dunkel wird. Und der lädt jetzt hier gerade noch ein bisschen und dann klickt das dann immer einmal so. Keine Ahnung warum, aber wenn wenig Sonne kommt, dann klickt's. Wir haben hier relativ simpel einfach mit so einem Scharnieren gearbeitet und einem Loch. Das war das Einfachste. Und wir haben hier natürlich dieses schöne Holz hier von Epic Ply genutzt. Das ist alles super leicht dadurch. Ihr könnt mit dem Gutscheincode PASSPORT10 euch eure Platten bei Epic Ply selber etwas günstiger bestellen. Da habe ich einen Code für euch rausgehandelt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und der ganze Ausbau hier, also die ganzen Platten, die ich hier verbaut habe, das wiegt vielleicht alles mit den Tischplatten, die natürlich jetzt ein bisschen schwerer sind. Hier oben auch noch ein bisschen Fichteholz drin. Ich würde mal sagen, das sind hier keine 200 Kilo, die wir reingebaut haben. Wenn dann sogar noch ein kleines bisschen weniger. Also es ist wirklich ein sehr, sehr leichter Ausbau, gerade bei Fahrzeugen, die ja nicht so hoch motorisiert sind wie den alten. Generell, da macht es schon Sinn, an Gewicht zu sparen, denn das muss man ja alles mit sich rumschleppen. Und ich bin hier mit diesem Setting, so wie wir das gebaut haben,
mega, mega zufrieden. Und gerade halt mit dem Material hier. Also da arbeitet auch nichts, weil wir das alles hier richtig gut versiegelt haben nochmal. Also mehrfach lackiert haben mit Parkettlack jetzt in dem Fall. Das hat sich irgendwie bewährt als gutes Material. Hier haben wir jetzt noch ein zweites Fach. Da habe ich nochmal so ein bisschen Küchenutensilien drin. Aber dadurch, dass ich allein reise in diesem Fahrzeug hier, brauche ich gar nicht so viel. Deswegen sind die Fächer weitestgehend leer. Bei zwei Leuten wird es natürlich ein bisschen voller, klar. Und vor allen Dingen auch, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist mit so einem Fahrzeug. Aber für mich reicht das vollkommen aus. Da braucht man eigentlich nicht so viel Fächer in der Küche. Das hätte ja alles noch kleiner werden können. Aber wir haben ja den Platz. Und deswegen ist es schon gut, wenn man Staufläche auch hat. Denn es kann auch mal mehr werden tatsächlich. Hier haben wir die schöne Tischplatte. Das sieht auch alles aus wie ab Werk hier bei uns. Und hier haben wir ein offenes Fach gebaut. Und zwar ist das mein Technikfach. Da kann ich immer einfach reingreifen. Wir hatten erst überlegt, ob wir da irgendwie eine Box reinstellen oder irgendwas dergleichen. Aber so ein Technikfach, das ist, hat sich bei mir so richtig bewährt, dass das eine feine Sache ist. Da kann man einfach alles reinschmeißen und das herausnehmen, wenn man das braucht. Und vor allen Dingen auch, wenn das Bett umgebaut ist. Das wollte ich euch ja noch zeigen, was wir da uns da konstruiert haben. Hier unten haben wir unsere Boxio-Toilette. Die kann man hier einfach rausziehen. Die passt da ganz genau rein in dieses Fach. Denn jedes Fach hier ist im Eurokasten-Format gebaut, dass möglichst viel da reingetetrist werden kann. Das war mir ganz wichtig, weil man dann dadurch einfach besser packen kann, wenn man Eurokisten verbauen kann. Und ja, auf der anderen Seite hier unten sind auch nochmal Eurokisten mit drunter. Da kommt man aber nur von außen ran, weil da sind die Ersatzteile drin und Werkzeug etc. Ja, was haben wir uns bei der Decke gedacht? Am Ende des Tages sind es einfach nur Dachlatten, die wir dafür genommen haben. Und die haben wir hier richtig schön ordentlich aneinander getetrist, damit das halt gut aussieht, weil wenn man so eine Fläche macht und man lässt ein bisschen Platz dazwischen, dann kriegt das ganze Fahrzeug halt so eine kleine Flucht nach hinten. Und wenn man hier Platten genommen hätte, ich sitze ja hier relativ niedrig da auch dran und mit Platten oben hätte das dann sehr stark gedrückt, das wollte ich nicht. Und so haben wir eine leichte Flucht nach hinten und das macht das Auto mit den großen Fenstern dann natürlich einfach noch viel luftiger. Deswegen haben wir einfach jede Menge Dachlatten genommen, die einmal schön geölt, abgeschliffen vorher und hier ganz einzeln sauber mit verschraubt mit dem Auto am Ende des Tages. Ist jetzt Holz auf Holz, da knarzt auch überhaupt nichts. Ich bin super zufrieden damit und das ist wirklich eine günstige Version, wie man eine Decke bauen kann. Was hat uns das gekostet? Vielleicht 50, 60 Euro für das Material. Diese Fichte Latten, die man im Baumarkt kaufen kann, die sind ja mal relativ günstig und auch sehr leicht. Und wenn man sich da gute raussucht, dann kann das so ein Ergebnis werden wie bei uns. Wir hatten bei diesem Fahrzeug hier noch ein kleines Problem. Der Motor, der ist relativ weit nach hinten gerückt. Und hier ist aber schon ein Küchenteil, den wir geplant hatten. Und deswegen ist dieses Fach hier, was ich hier habe, nur sehr kurz. Es geht nur bis hier. Da kann man dann halt sein. Ich habe jetzt momentan meinen Zahnbürstenkram drin, weil wenn man das Bett aufbaut, dann kommt man hier trotzdem gut ran, weil hier halt Platz ist dazwischen. Da gehen die Schrankschubladen trotzdem auf. Hier auf der Seite haben wir wieder größere Fächer und am Ende sind das auch alles Eurokasten-Box-Formate. Also in jedes von diesen Fächern passen eigentlich 2 Euro-Kisten rein. Da kann man alles wirklich richtig schön verstauen. Man merkt, ich bin Eurokisten-Spezi und Liebhaber geworden. Auch hier wieder einfach nur ein Loch zum Öffnen und diesen kleinen Halterung hier oben. Das passt eigentlich ganz gut so. Das hält auch, geht bisher nicht auf. Wo ich mega erstaunt bin, dass das nicht aufgeht, weil normalerweise hätte ich gedacht, dass diese Halterung sich besser lösen lassen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das funktioniert. Und ist bisher keine einzige Tür hier beim Fahren aufgegangen. Wir haben bei diesem Fahrzeug diesmal, naja, pinke Polster würde ich das jetzt nicht mal nennen, aber es sind lachsfarbene Polster. Ich habe im Internet nach einem schönen Stoff gesucht und da sind wir auf diesen gekommen. Und ich habe den ja schon beim T1-Projekt, der momentan ja immer noch zu verlosen ist. Wenn ihr unten in die Videobeschreibung klickt, kommt ihr dann zum Verlosung, also zur Verlosungsseite. Da habe ich auch schon diesen Stoff benutzt und war super happy mit dem Ergebnis. Dementsprechend haben wir den Stoff nochmal gekauft für dieses Fahrzeug hier und haben jetzt uns schöne Polster machen lassen und die lassen sich jetzt vernünftig so zusammenfalten, dass hier ein großes Bett für 2 Leute draus wird. Auch wenn ich momentan hier alleine drin schlafe, kann man hier ganz entspannt zu 2 drin nächtigen und eine tolle Reise haben. Also in diese Bettkonstruktion hier, da haben wir richtig viel Gehirnschmalz reingesteckt, denn das muss ja irgendwie gut funktionieren, halten. Und ich habe ja schon mal einen US-Buchhanker ausgebaut und hatten wir auch so eine Schiebekonstruktion gemacht. Damit war ich aber die ganze Reise so gar nicht richtig zufrieden. Und diesmal sollte es ein bisschen besser werden und ich zeige euch mal, was Philipp und ich uns überlegt haben. Ich nehme erstmal das Polster weg, damit man das dann auch jetzt gut sehen kann. Und zwar, hier ist ein Stopper drin. Das hebt man dann einmal nach oben, zieht es nach vorne und dann klappt man diese Klappe hier um. Und klappt sie nach hinten. Zack.
so dass man eine stabile Fläche hat. Und das gleiche mache ich dann hier vorne jetzt auch nochmal. Und da sind ja auch noch Fächer drunter, ne? Darf man nicht vergessen. Auf der Seite ist jetzt mein Bettzeug, auf der Seite habe ich dann hier nochmal Winterklamotten drin, weil ich halt gedacht habe, dass wir die brauchen könnten. Und klappt das jetzt hier so zur Seite. Das große Polster kommt nach ganz außen. Zack. Das Rückenpolster, was ihr gesehen habt, kommt nach ganz hinten. Und dann haben wir noch was, was mit Trick 17 gebaut wurde. Und zwar ist es dieses Polster hier. Das hat hier so eine Klappe drin, dass es hier halt hinten reinpasst. Weil wenn es zu lang gewesen wäre, hätte man hier diesen Teil noch rausgeklappt gehabt. Und dann hätte man das hier nicht verstauen können, richtig hinten in der Ecke. Und zwei Polster hier so nach vorne machen, das hätte absolut keinen Sinn gemacht. Deswegen haben wir das hier so rangestückelt, dass man das halt einfach umklappen kann. Und dann halt auch mit dem Reißverschluss kriegt man das Teil auch raus, kann man alles schön reinigen. Ich denke mal, das ist so richtig Daniel Düsentrieb-mäßig gut konzipiert. Bin ich ziemlich stolz drauf, habe ich noch nirgends gesehen. Funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut, habe ich jetzt schon die letzten Wochen getestet. Und schon habe ich eine riesen Liegefläche für zwei Personen, auf der es sich wirklich sehr angenehm schlafen lässt. Also kann man nicht meckern. Hier ist eine ganz normale Matratze drunter, 11 cm ist die hoch und es schläft sich sehr, sehr gemütlich. Und ja, ich habe hier momentan noch meinen Laken liegen, weil ich ziehe es dann einfach nur drüber. Und man kann hinten von innen die Türen aufmachen, dann kann man einfach rausschauen. Oh, das war schon bei meinem alten UAS immer eine schöne Sache, die Tür hinten aufzuhaben und in die Natur zu schauen. Das sollte hier wieder so sein und das hat auch funktioniert. Jetzt hier immer noch gut an das Technikfach ran. Und hier vorne an diese Fächer, wo man dann seinen Kaffee lagern kann, seine Zahnbürsten etc. Also das funktioniert hier eigentlich ganz gut. Es war natürlich eine kleine Herausforderung, hier irgendwie diesen Kühlschrank unterzubringen, dass man da auch immer gut rankommt. Und hier auch unsere Active Black Box, die Power Station für dieses ganze Fahrzeug. Und da wir irgendwie nicht so richtig wussten, wie wir das hier vernünftig rein tetrissen sollen, haben wir am Ende gesagt, hey, weißt du was, wir stellen es einfach hier vorne auf die Küche. Und man kommt trotzdem noch gut durch, man kann immer noch gut durchschauen, man kann es auch sowieso benutzen. Man braucht es ja auch andauernd, so einen Kühlschrank und auch hier irgendwie um Handy zu laden. Mir persönlich ist das hier jetzt ein bisschen zu technisch in dem Sinne, weil es halt ein sehr, ja, man sieht es halt die ganze Zeit. Aber bei so einem kleinen Fahrzeug muss man halt auch einfach immer Kompromisse machen und das ist dann auch in Ordnung so. Das ist jetzt hier vernünftig fest. Obendrauf, wir haben das richtig festgespackst und da sollte eigentlich jetzt nicht mehr viel passieren. Momentan lade ich ja auch mit dem Active Solar Panel, wo das Kabel dann hier reingeht, einmal diese große Power Station hier. Wir wollten es nämlich mal ausprobieren, bei so einem Fahrzeug kein festes Setup reinzubauen, sondern so quasi was Mobiles. Es ist aber auch sackschwer, das Ding. Also richtig rausnehmen tun wir das, glaube ich, nicht. Aber es macht natürlich die Installation auch viel einfacher, weil da ist ja alles in einem drin. Die Active Power Station ist jetzt momentan einmal so festgemacht. Das hält so krass bombenfest, weil hier unten auch noch Gummifüße dran sind. Wir haben hier echt wirklich eine Power Station. Da geht eigentlich relativ viel, außer dass ich jetzt nur noch 24% habe, weil wir jetzt beim Fahren die einfach nicht geladen haben. Und man kann hier natürlich sein ganz normal 230 Volt laden, was man dann einfach hier anschaltet. Und hier oben sein DC. DC steht dann einfach für diese ganzen kleinen Anschlüsse für zum Handyladen und den Zigarettenanzünder etc. So eine Blackbox 15, wie wir sie hier von Active haben, ich verlinke sie euch übrigens unten in der Videobeschreibung, die macht natürlich alles, was man so braucht bei so einer Reise. Und man muss nicht unbedingt alles fest verbauen und dafür viel Geld ausgeben, sondern man kann auch einfach so ein Teil kaufen und dann baut es am Ende des Tages ja jemand anders für einen zusammen. Das ist ein sehr kompaktes Packmaß. Wenn ich eben mir selber so eine Batteriegröße reinstelle mit dem Wechselrichter, mit dem Solarladeregler etc., dann braucht es natürlich alles ein bisschen Platz, ne? Und das Ding, das steht jetzt hier einfach, das frisst kein Brot am Ende des Tages. Man kommt gut ran und hat alles so, wie man es braucht. Wenn man das natürlich selber baut, hat man manchmal die Situation, dass man es vielleicht nicht ganz richtig macht. Und bei sowas, da kann man dann sich sicher sein, dass es dann auch alles funktioniert. So, jetzt muss ich hier mal langsam aus dem Auto raus, weil es wird hier langsam dunkel. Und ich glaube auch dann für euch wird es zu dunkel. Ich will euch nochmal zeigen, was so von außen momentan noch so dran gebaut ist. Es ist auch alles sehr einfach gehalten. Man hätte natürlich hier noch irgendwelche fetten Scheinwerfer vorne ans Auto ranmachen können und ach, was weiß der Geier, eine Seilwinde etc. Aber man braucht all diese Dinge nicht fürs Reisen. Aber was ich immer brauche, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz hier noch. Hier unten liegt noch das Ersatzrad, weil wir haben neues Ersatzrad gekauft, weil das alte Ersatzrad unterm Auto ist. Mal richtig scheiße. Ist richtig, richtig alt. Das willst du nicht mehr benutzen. Deswegen haben wir hier in Bulgarien noch ein neues Ersatzrad gekauft. Und das muss jetzt mal bei Gelegenheit unten anders. Das muss getauscht werden. Ich habe das jetzt erstmal hier draußen hingelegt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was wir immer dabei haben oder ich immer dabei habe, ist der Treasure Roo. Oder sagen wir generell mal so ein
Müllrucksack, damit man seinen ganzen Müll einfach nach draußen packen kann und das nicht alles im Auto immer hat, weil gerade wenn es enorm heiß ist, dann fängt das vielleicht auch gerne mal an zu stinken und so. Ich fand das alles irgendwie immer doof. Und mit dem Treasure bin ich einfach wirklich sehr, sehr zufrieden. Gibt auch günstige Angebote bei eBay, habe ich gesehen in dem Zusammenhang. Also holt euch mal auch sowas, das macht einfach absolut Sinn. Und dann hat man den ganzen Krams einfach draußen. Sieht auch cool aus, finde ich, hinten an so einem Auto. Den habe ich ja jetzt schon irgendwie 5 Jahre oder sowas am Auto. Der ist jetzt hier schon ein bisschen aufgerissen, da muss ich mal einen neuen holen. Oder dass wir mal irgendwie austauschen lassen irgendwo, dass mir jemand nochmal was näht. Wir haben das jetzt einfach mit so einem Haken hier reingemacht hinten am Auto. Und wir hatten halt keine Halterung dafür, weil wir hier keine Ersatzradhalterung in irgendeiner Form dran haben. Oder einen Wheel Carrier oder sowas. Deswegen haben wir das einfach mit diesen billigen Halterungen reingespackst quasi. Das hält Bombe, da wird nichts passieren die nächsten Jahre. Und so ein Treasure Roo, das ist schon was Feines. Hier oben auf dem Fahrzeug, da befindet sich noch das Roof Space 2. Und das benutzen wir jetzt momentan gar nicht. Das wird, also ich könnte da jetzt drin schlafen. Habe ja am Anfang, als wir ausgebaut haben, auch drin gepennt. Das ist aber noch für ein anderes Fahrzeug und deswegen haben wir das mitgenommen. Wird jetzt aber jetzt momentan nicht benutzt. Gibt es aber auch nochmal Inhalte dazu, weil es nämlich auch ein ziemlich geiles Teil. Das Ganze hier bei uns im UAS ist ein Ausbau für wenig Geld. Auf jeden Fall günstiger lässt sich die ganze Sache kaum bauen, wenn man ein bisschen Qualitätsanspruch hat. Es ist alles drin, was man zum Reisen braucht für so eine schöne, angenehme Reise auf jeden Fall. Also ich vermisse da gar nichts. Toilette ist drin, Küchenschrank ist drin, Blackbox 15 von Active ist drin. Licht haben wir, gemütliches Holz haben wir. Also es sieht alles doch klasse aus. Ich bin richtig zufrieden mit dem Ausbau und würde das am Ende des Tages immer wieder so bauen. So, das war die kleine Roomtour hier vom UAS Buchanka, wie ich mit diesem Fahrzeug reise, wie das alles aussieht. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen und ihr lasst ein Like und ein Abo da und ein kleines Kommentar. Und wir sehen uns dann in einigen Tagen wieder mit der nächsten Reisegeschichte. Wir sind hier gerade fett am Rumplanen, was wir als nächstes tun sollen. Wir sind jetzt schließlich in Bulgarien angekommen, da wo wir hin wollten. Und es bleibt, glaube ich, spannend bei uns. Wir schauen mal, wie es weitergeht für uns. Bis dann, Leute. Tschüss. Thank you.